Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir eine 25 Tonnen schwere Windkraftwerksgondel von Berlin nach Gdansk bzw. Danzig. 448 Kilometer sind es. Plus natürlich die wir jetzt noch zurücklegen müssen, bis wir dort sind. Und ja. Wir bekommen 15.000 für den Auftrag. Und fahren halt auch noch ein bisschen nach Polen rein. Sprich, es geht Richtung. Gott. Hoppala. Das war knapp. Sprich, es geht Richtung Osten von Europa. Fällt mir auf, ich sollte vielleicht nochmal nachgucken, ob die Maps auch in der richtigen Reihenfolge sind, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, nach Russland reinzufahren. War ja ein bisschen. Oh Gott, wir müssen hier rein. Wenn wir nicht weiterfahren können in den Osten rein. Frachtmarkt, Windkraftwerksgondel und Abfahrt. Beziehungsweise mehr oder weniger Abfahrt. Oh Gott, ich sehe nichts. Ach ja, es war knapper als gedacht. Also der steht ja mehr als nur bescheiden. Also ich komme überhaupt hier raus mit der Kraftwerkshandel. Oh, das könnte noch interessant werden. Der ist halt auch schon ziemlich nah dran. Ich denke mal, kriegen wir vielleicht sogar noch hin. Gucken wir mal kurz nochmal auf der Karte, ob es irgendwie Probleme gibt, was das betrifft. Was Mod-Reihenfolge und so betrifft, wäre ja ein bisschen bescheiden. Ne, wir kommen rüber. Perfekt. Gut, dann machen wir weiter. Ich soll wohl mal loslegen, besser gesagt. Dann jetzt noch hier rauskommen. Uiuiui. So, ich glaube, wir dürfen nur. Ich glaube, wir dürfen nur maximal 80 fahren, kann das sein? Ich meine schon. Sehen wir zwar nicht ganz, aber gut. Wollen wir mal, wir werden erwartet in. Oder ne, wir sind in knapp 8 Stunden da, wir werden. Ja. Auch mehr oder weniger dann erwartet. Okay, wir sind im Rahmen drin, perfekt. Hoppala.
Dann wollen wir mal Richtung Polen. Oh Gott, oh Gott. Natürlich kommt die Sonne jetzt auch genau zu diesem Zeitpunkt raus. Man kennt es ja mittlerweile nicht anders. Na, war mal eine. Oh, was ist mal? Haben wir jetzt eine kleine, etwas kürzere Folge? Also kürzer, roundabout, schätze ich mal 35 Minuten. Kommt noch an, ob wir über Landstraße fahren oder über Autobahn. Wenn wir über Autobahn fahren, dann natürlich noch schneller, aber ansonsten. Sind es halt nur Dingskilometer, ne? Hier 450 Kilometer, die wir zurücklegen. Das ist keine mega lange Strecke. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Strecke, die wir zurücklegen. Ah, stimmt, die ganzen Mautstellen darf man ja auch nicht vergessen. Tanken müssten wir wahrscheinlich eher nach dem Auftrag. Ja, 960 Kilometer können wir noch fahren. Müssen wir also nicht jetzt machen, können wir auch noch ein andermal machen. Dann machen wir das auch, würde ich mal behaupten. Dann geht es jetzt runter. Die Autobahn ist nicht mehr ganz im Kopf und nicht gesehen, Richtung Stettin. Aber mein Tempomat auf 84 Kilometer pro Stunde und fahren auf der A10 nach Polen. Boah, ich weiß echt nicht, was das ist, warum ich in letzter Zeit so müde bin. Also ich habe mehrere Theorien. Also warum ich müder bin als sonst. Ist mir gestern aufgefallen, gut, das kann gestern natürlich auch daran gelegen haben, dass es halt mehrere Folgen nacheinander gewesen sind, die ich von American Truck Simulator aufgenommen habe, aber ich glaube, ich war auch schon direkt zu Beginn nicht so wirklich redemäßig unterwegs. Sehr viele Autobahn hoch, Autobahn runter, Autobahn hoch, Autobahn runter. Dann geht es runter von der A10 auf die A11. Waren noch, glaube ich, 70 Landstraßen und 80. Ach fuck, nicht fair, 80 und 80 auf der Autobahn mit dem Trailer, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich meine, dem war so. Echt, also vom Gefühl her
Ich habe das Gefühl, ich muss American Truck Simulator Staffel 2 vorher gestaffelt aufnehmen, bevor ich Euro Truck Simulator 2 anrühre, weil es kommt mir so vor, als ob ich jetzt irgendwie, was weiß ich, viel zu langsam fahre. Als ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 bis 30 Kilometer pro Stunde unter dem Tempolimit fahre. Aber dem ist natürlich nicht so. Was mir auch gerade auffällt, wenn man sich einmal darauf konzentriert hat, aufgrund der Sonneneinstrahlung auf dem anderen Monitor zu gucken, quasi über OBS zu steuern, OBS Studio, my bad. Bei mir fällt gerade auf, da steht oben immer nur OBS und nicht OBS Studio, obwohl es eigentlich ein Unterschied ist, also mehr oder weniger. Streng genommen ja, ist es ein Unterschied. Aber da Klassiker nicht mehr unterstützt wird, das ist ja auch irrelevant. OBS Studio hat dann ja OBS abgelöst, so gesehen. Oder OBS Classic. Aber dann kommt man gar nicht mehr drauf klar, wenn man mal die Möglichkeit hat. Lässt du mich? Danke. Dann lass ich mich halt selber. Hat man gar nicht mehr wirklich so. Kann man sich gar nicht mehr darauf konzentrieren, nur umpolen, so gesehen, dass man auf den Game-Monitor schaut. Wenn die Sonne dann mal wieder ein bisschen verschwunden ist. Holy shit, ich glaube, ich habe mich gerade beim Reden verschluckt vom Trinken. Also beim, ja. Eieieiei. Da tut das schon mal garantiert gut. Vor allem, da ich gestern so viel geredet habe und sonst eigentlich so gut wie gar nicht rede. Oder so die Tage davor so gut wie gar nicht geredet habe. Ich merke das schon, dass die Stimmbänder so ein bisschen überstrapaziert sind. Dabei. Eieiei, was passiert jetzt hier schon wieder? Dabei war das gar nicht so viel. Also, es war viel so. Also, es war nicht viel. Für normale Verhältnisse, wenn ich jetzt irgendwie täglich irgendwas aufgenommen hätte, aber da ich jetzt im Voraus was aufgenommen habe, aber jetzt mir die Chance genutzt habe und so und was im Voraus aufgenommen habe, hat das dann halt doch schon ein bisschen reingekickt. Und wir sind in Stettin, wie wir Deutschen es nennen. Er ist auch bald in Stettin. Kleine schöne Nachtfahrt. Ich habe sogar ein bisschen Zeit gut gemacht. Wenn ich so auf die Uhr schaue. Ich glaube, wir waren ja vorher mit 7.41 Uhr. Estimated Time of Arrival wären wir dort gewesen. Und jetzt sind es, ja, knapp 35 Minuten weniger. Oder 30. Höh, da kommt doch nichts. Jetzt hält er hier an und schockiert mich hier. Das bringt mich aus dem Konzept. Ist wunderbar. Scheinbar fahren wir jetzt wieder ein bisschen Landstraße.
vielleicht das richtig interpretiere. Kilometer haben wir noch bis nach Gdansk bzw. Danzig. Ist schon schön, solche Stadtdurchfahrten, auch solche Dorfdurchfahrten sind auch nice. Wir fahren uns wieder hier so ein bisschen die Berge hoch. Den besten Truck haben wir natürlich immer noch nicht, aber den aktuell bestmöglichen haben wir auf jeden Fall. Ein super Spot für eine Kontrolle. Muss man ja mal sagen. Dann hier an den Roadwork so gesehen vorbei. Der Roadwork Firma. Auf der Landstraße weiter Richtung Danzig. Ich glaube, fahren wir doch wieder ein bisschen mehr Landstraße. Falls was von vorne kommt. Jetzt fahre ich doch wieder auf einer Motorrad auf. Tanken müssen wir jetzt noch nicht zwingend, das sollten wir danach, nachdem wir die Ladung abgeliefert haben, wenn wir die Möglichkeit haben, in Danzig machen. Stelle. Natürlich. Was denn auch sonst? Natürlich müssen wir jetzt hier die rote Ampel reingedrückt bekommen. War doch immer noch in der 30er-Zone. Okay, danke. Ich habe mich schon gewundert. Oh, wir fahren auch durch ein weiteres Städtchen durch. Goleniow. Das heißt, wir sind jetzt auch auf alle Fälle im
gemappten, im zusätzlich gemappten Bereich. Also in dem waren wir sowieso schon, aber jetzt sieht man es halt noch deutlicher. Erst auch mal in Goldenjov. Ich meine, erkennt man ja auch hier an den Prefabs, an den Kreuzungs-Prefabs. Dass das nicht Vanilla ist. Really? Ah, jetzt haben wir wirklich eine rote Welle hier. Und dann müssen wir schon wieder den nächsten Berg hochkämpfen. Mensch, 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 Mensch. Ja, wir werden den kontinuierlich upgraden, was jetzt so die. Was Power und so weiter betrifft, was das Innenleben. So gesehen betrifft. Die Äußerlichkeiten machen wir dann irgendwann mal in so einem großen Rutsch. Ankeln. Die Ampelanlage könnte jetzt natürlich aus sein, ist aber nicht. Und natürlich springt es auf Rot. Was denn auch sonst? Der Blitzer, der kann uns gar nichts. Denn wir fahren vernünftig und gewissenhaft. Oh Gott. Nice. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über den Bahnübergang gefahren sind in dieser Season, in der Reloaded Season. Obwohl doch sind wir, nur halt nicht über so einen. Ja, hier im Hafen sind wir mal über so eine eingleisige Bahnschiene gefahren, aber jetzt war es mal über doppelgleisig. Mensch, ist ja fast wie in der Schweiz hier, bergauf, bergab, bergauf, bergab, wobei mehr gefühlt mehr bergab, bergauf als bergab wir zu hinterlegen haben.
sehen den Morgen, Sommermorgendunst. Über die polnische Landschaft sich so langsam erheben. Wobei, wird auch wieder ein bisschen weniger. Und 30 Kilometer haben wir noch. Ist das ein Flugzeug oder ist das ein Hubschrauber? Ich bin mir unsicher. Ich glaube ein Flugzeug. Ich habe erst gedacht, ein Hubschrauber. Gut, wir sind, ja. Zeitlich gesehen haben wir ungefähr so den Plan noch drin, den wir zuvor hatten. Okay, den Zug haben wir verpasst. Den haben wir verpasst. Ich wollte eigentlich nur erstmal abbremsen, um für den Bahnübergang, aber den haben wir dann halt doch leider verpasst, den Zug. Okay, was heißt leider? Wäre wahrscheinlich nur ein kurzer Zug gewesen. Ich glaube, ich habe eigentlich keine Mods drin, die Züge länger machen. Das ist vielleicht noch so eine Sache, die ich dann auch zusätzlich mache. Auch in diese Staffel noch reinpacke oder in diese Reloaded-Staffel reinpacke. Weil es einfach ein bisschen mehr dem Flair beiwohnt. Gerade fangen jetzt die Stadt. Habe mich schon gewundert, warum ich noch nicht das 50er-Schild gesehen habe. Aber wir fahren nur an ein paar Häusern vorbei. Merkt, die Sonne will versucht irgendwie rauszukommen, aber es ist halt bewölkt und die schafft das nicht. Noch nicht, mal schauen. Vielleicht schafft sie es ja noch. Kämpft sich zumindest und versucht es. Sie kämpft zumindest und versucht es so. Was wollte ich damit sagen? Was wollte ich sagen? So. Die ganze Veränderung der Straßentextur ist auch interessant. Oh. Fast ein bisschen zu weit rechts gewesen. Hat aber noch gepasst. Die Skybox ist schon schön, kann man nicht anders sagen. So, Transport 21 oder was auch, wie auch immer nochmal die Firma hieß, wollen wir natürlich noch nicht, oder wollen wir nicht. Fahren wir überhaupt hin? Genau, nach Konstnor. Was auch mal das ist.
sitzen. Ich saß so lange so. Viel zu lange in den letzten paar Wochen. Mensch, es sind aber richtig viele Windkraftanlagen, die hier sind. Kein Wunder, dass wir hier. Oh, da innen brennt das. Zumindest Rauchschwaden. Kein Wunder, dass wir hier eine Windkraftwerksgondel dahin liefern sollen. Scheinbar ist es hier recht grün. Okay, aber nur ein Schornstein. Never mind. Ach du heilige Scheiße. Erst auf mal ein Gedankens. Ja, hier sind wir richtig. Ach nö. Nicht ganz, denn wir müssen hier rum. War ja fast klar, dass wir auffliegen. Kommen wir da vorne rüber? So runter, ja, okay. Wäre das der bessere Weg gewesen? In irgendeiner Weise, ich weiß noch nicht welche, aber in irgendeiner Weise wäre es wahrscheinlich der richtige Weg gewesen. Oder der bessere. Dann wollen wir mal das Geld kassieren und fahren danach zur Tanke und zu unserem Ruheort. Windkraftwerksgondel von Berlin nach Danzig geliefert. Wir fahren eine Strecke 450 Kilometer, Dauer 7,5 Stunden, Verbrauch der Treibstoff 752,5 Liter. Wir haben dafür 15.853 Euro bekommen und 766 Erfahrungspunkte.
Dann wollen wir kurz gucken, wo wir hier beides haben. Sowohl eine Tanke als auch einen Schlafplatz. In der Nähe von Danzig. Oh Gott, oh Gott. Einfach rechts rum, dann haben wir das. Dann wollen wir mal zu unserem Ruheort für die Nacht. Das ist kein sonderlich weites Stückchen, das wir jetzt auflegen mussten dafür. Das haben wir mit links erledigt. Und abgeschlossen. Tanken. Und hauen wir uns danach aufs Ohr. Oh, 1 Euro pro Liter. Da tankt man doch gerne. Hier ganz gemütlich hin und ruhen uns aus. Im Idealfall so, dass noch sich jemand hinter uns hinlegen kann. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr seht dann im nächsten Video wieder, wenn wir dann den nächsten Auftrag annehmen, der uns davon und dann zieht aus in unbekannte oder in noch unbekannte Richtung lenkt. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.